Willkommen zu einem neuen Let's Play. Das Spiel von heute heißt Krampus. Und ich habe es auch bei einem Steam Bundle oder Humble Bundle oder sowas gekauft. Da dieses Spiel, so viel ich weiß, keine Option hat zum Fenster oder Auflösung ändern, gibt es das Spiel ausnahmsweise wieder in 21:9 Format. Ja, in so einem Feld. Ja. Und wie ihr bereits vielleicht sehen könnt, das Spiel ist weder Englisch noch Deutsch. Wir nehmen mal Hobar und Pa, wie man das ausspricht. Ich würde sagen, das ist Russisch oder sowas in der Art. Ich habe keine Ahnung. Tee? Okay, Anleitungen, keine Ahnung. Okay. Ist bereits festlich geschmückt. Ein Schneehaufen. Hyxo Jupta Itot Chet. Bricht das richtig aus? Was muss ich hier tun? Oh, ein Hammer. Ja. Drehen. Würde ich sagen. Ein Schneemannkopf. Mit einer Pfeife. Ja, den Schneemann kann man ins Inventar legen, aber den Hammer nicht. Vom Kontext würde ich sagen, das bedeutet nichts. Man kann nicht gut Russisch. Oh, jetzt hat's weihnachtliche Beleuchtung. Und die Türe vibriert. Diese Let's Play Folge wird auch gebracht von Lakritzschnecken und Wasser. So als Danksachen unserer Sponsoren. Oh, das kopflos Schneemann. Ein Schneemannkörper auch ins Inventar legen, ja. Wer tut das nicht? Wo macht den Körper? Muss ich hier den hier bauen? Was ist überhaupt das Ziel dieses Spieles? Hallo? Passiert hier noch etwas? Vielleicht den haben wir jetzt aufnehmen? Moatok. Die Fenster sehen aus, als ob sie aus aus Stoff wären und verpixelt. Ja, ich fürchte das Spiel nicht. Jetzt ist das Schneemann zusammengebaut. Ich hätte... Hallo? Tee.
verzweifle noch wegen diesem Spiel. Ja. Ich so ihr Pata Eto Chat. Also. Keine Ahnung. Sieht fast so aus, als ob das ausgeschrieben wäre. Ah, hier liegt noch eine Schaufel. Ah. Das erklärt einiges. Wenn ihr ein Spiel entwickeln wollt, versteckt wichtige Sachen bitte nicht so sehr im Dunkeln, sodass man sie nur mit Mühe findet. Kann ich jetzt ja doch. Apep. Dreieck. Pita. Ich habe immer noch keine Ahnung, was diese Schrift bedeutet. Okay, geschaufelt, Schneemann gebaut, Beleuchtung aktiviert. Was fehlt noch? Ich habe drei Dinge getan und es stehen drei Dinge auf dem Plan. Keiner von denen ist doch gekreuzt, aber ich ritze die Tür rein. Wow. Oh, Weihnachtsfest. Wir haben drei neue Ziele angeblich. Ja. Achso, ich hab geraten. War dieses Gemälde nicht auch in Layers of Fear? Naja. Okay, vermutlich nicht. Schreiber. Toilette. Wer hat in einem normalen Haus so einen Tuchdispenser wie den in den öffentlichen Toiletten? Und das ist ganz normal in Russland? Hm. Eine Pistole. Man immer gebraucht. Obotar Hokok Ar Moabkop. Was jemand nach Russisch kennt, könnt ihr mir bitte sagen, wie man das richtig ausspricht und was das überhaupt bedeutet. Oh, ein Skateboard. Auch eingepackt. Blumengemälde. Blumentapete. Ziemlich hohe Wand. Und Motte. Was ist mit diesem Würfel los? Rubik's Cubes sind zwar schwer zu lösen, aber diese ändern noch dazwischen Farbe. Wow. Mülleimer. Schlüssel, den man nicht anpacken kann. Butter, Brot, oder? Einfach Wein. Milch. Ich bevorzuge eher Milch. Oh, Milch braucht man also, okay. Vermutlich für den Weihnachts. Habe ich ja gegessen. F. Okay. Kinderzimmer. Und ein Teddybär aus Plastik. Auch eingepackt. Keine Ahnung, was das war.
Ein Poster mit der Weihnachtsmann. Muss ich hier Spielzeug stellen? Ein altes Foto. Bild. Irgendwie ist hier alles so altmodisch eingerichtet, aber Rubik's Cubes kamen doch erst in den 80er Jahren. Nun habe ich schon wieder keine Ahnung, was ich tun muss. Wenn ich nur Russisch könnte. In der Küche lag doch ein Schlüssel. Oh ja. Jetzt hänge ich am Tisch. Ich komme nicht mehr weg. Ja, weg komme ich nicht mehr. So, da ich das Spiel überhaupt nicht verstehe und ich hier im Tisch gefangen bin, beende ich mal diese Aufnahme. Noch schöne Festtage wünsche ich euch und bis zum nächsten Video. Tschüss. Was?